Bismillahi rrahmani rrahim. In diesem Video zeige ich dir, wie ein genereller routinierter Tag bei mir aussieht. Und jetzt sieht man, wie ich zur Fajr-Moschee laufe. Jetzt was zum Frühstücken kaufen. Assalamu alaikum. كيف الحال؟ في عندكم خبز؟ أعطني من فضلك خبز واحد. نعم هذا يكفي. Also this is so ein typischer Laden in Mauretanien. Sie sehen alle gleich aus. Es gibt immer die gleichen Dinge. Ja. Relativ einfach. أظن بالأمس أنا أخذت رصيد. رصيد 10. جزاك الله خيرا. و يا. Gibt es nicht viel. Die Auswahl ist immer sehr begrenzt. Das sind meistens die notwendigsten Dinge. Wenn der Laden ein bisschen größer ist, dann gibt es vielleicht noch Reis. Oder gibt es so einfach alltägliche Dinge, die man braucht. Die gibt es dann dort und die kann man dann erwerben. Aber das, so ein Laden, so ein typischer marokkanischer Laden, der hat jetzt nicht die Auswahl, die ein deutscher Lebensmittelladen hat. So ganz und gar nicht. Bismillahirrahmanirrahim. So nach dem Fajr-Gebet, sehr bekanntlich, Azkar-Zeit. Und Azkar macht man nach dem Fajr-Gebet bis zum Dhuhr-Gebet. Und wenn man bis dahin sein Azkar nicht fertig hat, dann sollte man das nach dem Dhuhr-Gebet nachholen. Und der Abends-Azkar, der fängt an nach dem Asr-Gebet. Und hier kann ich jedem nur empfehlen, Maqalid Samawati wal Ard, dieses Buch. Inshallah schreibe ich den Titel des Buches nochmal in die Beschreibung. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das ist ein sehr umfangreiches Azkar-Buch. Unterscheidet sich bezüglich Hisnul Muslim in dessen, dass diese Duas und die Koran-Ayat, die dort aufgezeichnet werden, das sind Dinge, das sind Ayat und das sind Ad'iya, Masnuna von der Sunna, die man jeden Tag morgens und abends lesen sollte gegen Auge, gegen Magie, gegen also Sihr, gegen Shayatin, Dua, dass man, wenn man an dem Tag stirbt, dass man in Jannah kommt und so weiter. Kann ich jedem nur empfehlen. So nach dem Frühstück fange ich an, auswendig zu lernen. Und einmal die Woche habe ich Fiqh-Unterricht, einmal die Woche habe ich Arabisch-Unterricht, intensiver. Ansonsten wiederhole ich über die Woche und konzentriere mich in der restlichen Zeit auf den Hifz. Ich lerne auswendig von jetzt bis zum Dhuhr-Gebet. Nach dem Dhuhr-Gebet gehe ich etwas essen, Mittagessen. Und dann, je nachdem, wie man Zeit findet, entweder lese ich da auf, heute treffe ich meinen Scheich. Dreimal die Woche lese ich dann auf meinem Scheich. Und dreimal die Woche lerne ich einfach weiter auswendig bis Asr. Nach dem Asr-Gebet gehe ich Sport machen bis Maghrib und danach gibt es Muraja, also Wiederholung des Lernstoffes bis in die Nacht hinein, bis ich einschlafe. Und ja, das ist momentan mein System und ich konzentriere mich hauptsächlich auf das Auswendiglernen. Hier sind alle Wörter, die ich in irgendwelchen Büchern lese oder aus dem Koran, wenn ich eine Seite auswendig lerne, ein, zwei Worte nicht verstehe, dann schreibe ich mir die auf. Am Anfang war es mehr. Am Anfang habe ich mir in jeder Seite mindestens 10, 15 Wörter aufschreiben müssen. Mittlerweile ist es so, dass in einer Seite vielleicht ein, zwei Worte kommen, die ich nicht kenne.
die schreibe ich mir dann auf und dann lerne ich die alle auswendig. Das sind alles hier Vokabeln. Das dauert, kommt man nicht drum herum. Das sollte man ständig machen. Ja, hier, das ist die Zeit, die ich eigentlich am meisten verbringe. Hier verbringe ich quasi mindestens 10 Stunden am Tag. Und das ist so der Ort, an dem ich hier, wenn man an mich denkt, dann bin ich wahrscheinlich hier am Sitzen. Nach dem Dhuhr-Gebet, welches über das ganze Jahr in der Moschee neben meiner Wohnung um 14 Uhr gebetet wird, gehe ich direkt Mittagessen. Es ist natürlich günstiger, selber zu kochen, aber da ich mir die wichtige Zeit sparen möchte und nicht ständig zum Markt gehen will und täglich mindestens 1 bis 2 Stunden fürs Kochen verschwenden möchte, esse ich außerhalb. In Mauretanien isst man zu Mittag Reis, manchmal ungewürzt, manchmal gewürzt mit Fisch oder Fleisch, meistens mit Fisch. Ich esse täglich zum Mittag Reis mit Fisch, Marul Hout nennen sie das Gericht aus Senegal. In Senegal nennen sie es Chep. Jeden Tag essen die Mauretanier das Gleiche. Jeden Tag. Reis halt, zum Mittag. Ich bin hier bei einer Frau, die mit ihren Kindern das Essen zubereitet. Man findet gefühlt alle 200 bis 300 Meter so ein kleines Häuschen, wo eine Frau mit ihren Kindern kocht und das Essen an den Block verteilt oder die Leute um den Block zu ihnen gehen, um kurz Mittag zu essen. Ja. Das gilt hier als Restaurant. 80% der sogenannten Restaurants in Mauretanien sind einfach Hütten oder sehr simple Bauten, worin gekocht wird und man mit einer Schüssel Essen abholen kann für umgerechnet 1 Euro. Nach dem Essen treffe ich meinen Koranlehrer Sheikh Abdul Azim, um auf ihn Koran zu lesen, in der Moschee im Merkez Taqwin al-Ulama. Er ist Ägypter und beherrscht 10 Lesearten des Koran. Er ist Lehrer im Merkez und unterrichtet alle möglichen Fächer, Arabisch, Usul, Aqida, Fiqh und lernt selber noch sehr intensiv. Wir sind sehr gute Freunde und verstehen uns sehr gut. Falls wir uns nicht treffen, gehe ich in meine Wohnung und lerne weiter. Eine Stunde vor dem Asr-Gebet, welches in Mauretanien in fast allen Moscheen im ganzen Jahr um 17 Uhr gebetet wird, ruhe ich mich aus und halte Mittagsschlaf. Zwischen Asr und Maghrib schalte ich ab und mache Sport. Im Gym rede ich sehr ungern, da wird fokussiert trainiert. Auch da folge ich einem Trainingsplan, wo ich mich Woche für Woche in der Intensität und in den Wiederholungen steigere. Ich höre nebenbei die Sure, die ich momentan auswendig lerne oder am Abend wiederholen möchte, oder Nachrichten oder interessante Podcasts. Nach dem Training ist mein Kopf frei. Die körperliche Ertüchtigung und das Schwitzen lässt mich mit Allahs Erlaubnis nochmal richtig stark Konzentration und Fokus aufbauen. Die Kombination aus leichtem Frühstück mit Olivenöl, Fisch, welches Omega-3 beinhaltet und für das Gehirn und das Auswendiglernen mit Allahs Erlaubnis nützlich ist, und den Sport, welches nochmal die Durchblutung und die Verdauung ankurbelt, lässt mich ständig ohne große Schwierigkeiten 110% geben. Die ganze Zeit in Action, die ganze Zeit on fire. Nach dem Sport esse ich nochmal eine Kleinigkeit. Ein Milchgetränk und wie am Morgen Brot mit Olivenöl. Es ist kontraproduktiv, seinen Bauch voll zu machen, wenn man lernen möchte. Nach dem Isha-Gebet und dem Adhkar setze ich mich in mein Moskitonetz und wiederhole, bis ich einschlafe. Es ist meines Erachtens nach essentiell zu erwähnen, dass dies alles nicht auf der Basis von Asbab oder all diesen ganzen Mitteln geschieht, sondern mit Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala, also mit der Ermöglichung von Allah. Man muss Sünden unterlassen, sonst kann man so ein Programm nicht durchhalten. Ständiges Bitten um Tawfiq im Sujud ist essentiell, denn alles kommt nur von ihm und es gibt keine Macht und keine Kraft außer von Allah. Die Nacht auf Freitag bis Freitagabend ruhe ich mich aus und treffe Freunde, gehe Fußball spielen, rufe Familie an, Familie und Freunde und entspanne einfach. Die restlichen 6 Tage ist dann volles Programm. Das islamische Wissen ist nicht Ziel. Ziel ist es, Taten folgen zu lassen. Und keiner, der nicht diesen Weg geht, ist ein schlechterer Muslim, sondern der Wert eines Muslims entspricht dem Maß an Verantwortung, die er übernimmt, in der Aufgabe, die wir als letzte Umma haben, die Aufgabe des Propheten fortzuführen, nämlich Ihya ul-Islam, das Lebendigmachen der Befehle Allahs und die Dawah, das Verbreiten der Botschaft La ilaha illallah. Das ist die Aufgabe, die wir als Umma haben. Je mehr islamisches Wissen man besitzt, desto besser.
Jedoch sagt der Prophet nicht umsonst Belliru anni walau aya. Also gibt weiter, übermittelt von mir, selbst wenn es nur eine Aya ist. Tu dich zusammen mit Brüdern oder gegebenenfalls Schwestern, die sich treffen für diesen Befehl und gib alles, was du hast. Tu dich zusammen mit Brüdern oder gegebenenfalls Schwestern, die sich treffen für diesen Befehl und gib alles, was du hast, damit die Umma zusammenkommt auf diese eine Kalima, La ilaha illallah. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns geehrt mit La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, Bedeutung von La ilaha illallah, es gibt La ma'abuda bilhaqi illallah. Es gibt keinen, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keinen Besitzer außer ihm. Es gibt keinen Versorger außer Allah. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der alles kontrolliert. Alle Bedürfnisse, alle Umstände sind in der Kontrolle von Allah. Leben und Tod, Ehre, Erniedrigung, Reichtum, Armut sind in der Kontrolle von Allah subhanahu wa ta'ala. Er reicht uns in jeder Situation, in jeden Umständen. Allah möchte, dass wir ein Leben führen auf Basis von Glaube und gute Taten, nicht auf Basis von irgendwelchen Mitteln. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nie versprochen, dass wenn wir beispielsweise alle Häuser dieser Welt besitzen, alles Geld, alle Klamotten, alle Autos, dass wir dann Ehre haben, Zufriedenheit und dass wir dann in Jannah eintreten. Das sind keine Versprechen von Allah. Ruhe, Zufriedenheit, Ehre, Versorgung, Sicherheit, Erfolg in Dunya und in Akhira hat Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen durch Iman und Amal, Glaube und gute Taten. Denn wir werden alle eines Tages sterben. Und dann werden wir vor Allah stehen. Ob man das jetzt akzeptiert oder nicht, ob man das will oder nicht, ob man es liebt oder nicht, ob man es mag oder nicht. Bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es zwei Wege, entweder Jannah oder Jahannam. Und Jannah betreten wir nur, wenn wir ein Leben führen, welches Allah subhanahu wa ta'ala gefällt. Und dafür hat er uns die Sunna gegeben, das Leben des Propheten. Alle anderen Lebenswege, Lebensarten sind nicht akzeptiert bei Allah. Das Leben der Nicht-Muslime, das Leben der Kuffar ist nicht akzeptiert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Leben von irgendwelchen Fußballern, Bayern München, Hollywood, Schauspieler, Basketballer, MMA-Fighter. Diese ganzen Leute müssen so leben wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sie erfolgreich werden wollen. Und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala das Leben von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bevorzugt hat, hat er auch seine Anstrengung bevorzugt. Die Anstrengung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war, dass Allah seine Worte als allerhöchstes kommen, Kalimatullah fil ulya wa kalimatul kufrat fil sufla, alle Worte von Kufr, von Unglaube erniedrigt werden.